Hallo und willkommen bei AI Tipps und Tricks. Wir haben hier das Oppo Reno 8 Lite 5G und wollen uns bei diesem Gerät heute mal alles zum Thema Screenshot anschauen. Oppo hat hier auch wieder verschiedene Funktionen, über die wir einen Screenshot auslösen können, und wir gucken uns mal drei verschiedene Wege an, wie wir generell Screenshots machen können und auch noch die ganzen, ja, individuellen Möglichkeiten, die wir da haben. Viel Spaß beim Video! Ja, wir wollen uns in diesem Video mal angucken, wie wir bei unserem Oppo Reno 8 Lite 5G Screenshots auslösen können. Da lassen sich die Hersteller ja immer gerne neue Techniken einfallen, und auch hier beim Oppo Reno 8 Lite 5G haben wir verschiedene Möglichkeiten, einen Screenshot zu generieren. Und zwar gibt es einmal die Möglichkeit, das über eine Tastenkombination zu machen. Dann haben wir hier, ihr kennt vielleicht das mit der Handkante, es gibt aber auch die Drei-Finger-Geste, und die haben wir hier, die Drei-Finger-Geste. Das ist praktisch dann die zweite Möglichkeit, und man kann auch noch aus dem Schnellschutz Startmenü oben einen Screenshot auslösen. Auf die drei Möglichkeiten gehen wir hier ein, und wir fangen einfach mal an, ganz einfach mit der Tastenkombination. Wir haben auf der rechten Seite unsere Ein-Ausschalt-Taste, auf der linken Seite haben wir Laut und Leiser. Leise ist eben die untere Taste, und die beiden müssen wir auch zusammendrücken, die Ein-Ausschalt-Taste und die Leiser-Taste. Und da passiert Folgendes. Einmal kurz drauf gedrückt und ihr seht, hier kommt ein kleines Vorschaubild. Da unten ist ausgegraut Scrollen, darunter steht Teilen, und wenn ich nichts tue, verschwindet dieses Vorschaubild. Ist jetzt aber nicht gelöscht, also der Screenshot hat zum einen funktioniert und ist zum anderen auch irgendwo abgelegt. Und zwar ist das bei den Fotos, da können wir hier in diese App Fotos gehen, und da sehe ich schon, ja, später aktualisieren, da sehe ich schon meinen gemachten Screenshot an dieser Stelle. Jetzt kann ich hier unten den bearbeiten, kann Google Lens nutzen, kann den teilen, kann den löschen, hier noch favorisieren und was weiß ich, hier kann man 1000 Möglichkeiten hat man hier, das ist jetzt gerade schlecht zu erkennen, ich lösche den einfach mal, Elemente werden in Papierkorb verschoben, okay, darf Fotos dieses Foto, in, ja, natürlich, zulassen, darfst du. So möchte ich das ja auch. Genau, jetzt haben wir diesen einen Screenshot gelöscht. So, das ist die erste Möglichkeit, einfach über diesen Tastendruck. Jetzt kann man dazu sagen, das schicke ich jetzt mal vorweg, dass eben ihr die Möglichkeit habt, haben wir gerade gesehen, das Scrollen war ausgegraut. Das liegt daran, dass hier kein scrollbarer Bereich ist. Wir sind ja hier auf unserem Startbildschirm und wir können zwar hier in unsere Apps wischen sozusagen, wenn ich von unten nach oben wische, aber das ist in dem Sinne kein Scrollen. Hier ist Scrollen, ne? Hier ist ganz klar, hier kann ich hoch und runter scrollen und habe praktisch mehr als mein Display anzeigen kann an, ja, anzeigbaren Geschichten hier unten noch dran. Das beste Beispiel dafür sind eigentlich immer die Einstellungen. Hier hat man nämlich einiges zu scrollen, bis man hoch und runter ist. Und jetzt machen wir deswegen einfach mal hier diesen Screenshot. Ich mache das nochmal mit der Tastenkombination. Wieder ein Ausschalttaste, Leiser-Taste zeitgleich. Und jetzt seht ihr auch, dass hier dann Scrollen aktivierbar ist. Jetzt klicke ich da mal drauf und dann passiert Folgendes. Der Bildlauf wird jetzt in Gange gesetzt, weil das Handy natürlich erkennt, dass da noch mehr dran hängt, und er läuft jetzt, wenn ich nichts tue, bis nach unten. Ansonsten kann ich auch einfach zwischenzeitlich einmal drauf tippen und das unterbrechen, und wenn er unten angekommen ist, dann ist er soweit fertig, nichts passiert mehr. Hier oben steht auch Seitenende bereits erreicht, und dann kann ich nur noch auf X klicken, um das Ganze wegzuschmeißen, oder auf Fertig. Jetzt klicke ich auf Fertig und da sehe ich meinen, ja, ich sag mal Rattenschwanz an Screenshot. Ist ja ein langes Ende geworden, aber ist ja mal eine ganz interessante Ansicht. Angenommen, ihr wollt das irgendwie ausdrucken oder wie auch immer, euch an eine Wand kleben, damit ihr wisst, welche Einstellungen euer Handy kann, dann habt ihr das eben hier, die Möglichkeit, das einmal alles auf einen Blick zu sehen. Das ist jetzt nur ein Beispiel, gibt natürlich verschiedene Anwendungsmöglichkeiten, wo man sowas machen kann. In den Apps, wie gesagt, ich glaube, im Google Play Store ist das nicht so. Ihr habt ja im Google Play Store hier auch unendlich praktisch zu scrollen. Ich weiß gar nicht, ob das mal irgendwann aufhört, wenn man hier runter scrollt. Gefühlt ist das unendlich. Und wenn ich das hier jetzt nochmal probiere, zack, dann sehe ich, ja doch, scrollen kann ich. Okay, manchmal ist es auch so, dass der Google Play Store das nicht so gern möchte, dass man da durch alles Mögliche durchscrollt. Aber ich sehe schon, Seitenende erreicht. Also so ein richtiger Scrolling-Screenshot ist das nicht, weil, wie gesagt, es gibt ja unendlich viel. Vielleicht ist es aber eben auch so, dass er das nicht erkennt, weil so viel nachgeladen werden muss. Das ist ja hier natürlich ein bisschen was anderes im Google Play Store als in den Einstellungen. So, kommen wir mal eben jetzt zur zweiten Funktion, und zwar die Drei-Finger-Methode. Ich wische mal hier einfach woanders hin, wo wir noch nicht waren. So, und jetzt kann ich nämlich mit meiner Drei-Finger-Methode auslösen, dass ein Screenshot gemacht wird. Das Gerät erkennt, wenn drei Finger aufs Display gelegt werden, was ja sonst eigentlich eher selten der Fall ist, dass dann ein Screenshot gewünscht ist. Und da gibt es auch zwei verschiedene Möglichkeiten. Ich lege jetzt einmal die drei Finger drauf und ziehe runter. Und dann seht ihr hier, entsteht wieder ein Screenshot. Ich lasse den mal jetzt einfach verschwinden. So, und wenn ich jetzt nicht einfach nur drei Finger auflege und runterziehe, sondern zum Beispiel meine drei Finger halte,
Das machen wir mal. Ich lege die drauf und halte sie. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, einen Bereich aufzuziehen und selber zu bestimmen, wie groß denn mein Screenshot werden soll. Also nicht einfach das Display, sondern ich kann zum Beispiel sagen, keine Ahnung, hier so nehmen wir mal einfach hier die 3 und das soll mein Screenshot werden. Wenn ich jemandem nur irgendwas Bestimmtes in einem Bild zeigen möchte oder aus einem Bild etwas ausschneiden möchte oder aus einem Video und das irgendwie bearbeiten oder hervorheben möchte, dann bietet sich diese Methode durchaus an. Man hat dann noch verschiedene Möglichkeiten. Man kann hier auch einen Kreis oder so eine Freiformfläche irgendwie machen und sich irgendwie was auswählen, wenn man zum Beispiel, wenn das Ganze so eine Art See werden soll. Und hier unten habt ihr dann auch wieder Möglichkeiten ohne Ende. Ihr könnt da drin herummarkieren und scrollen. Ihr könnt weitere Bearbeitungen vornehmen, zuschneiden, teilen. Das Teilen ist eben so, dass dann die Apps aufgerufen werden, mit denen ihr teilen könnt. Ihr könnt das hier zum Beispiel Gmail drucken, Bluetooth, keine Ahnung, alles mögliche, Messages und so weiter und so fort. Lassen wir mal weg. Und ja, jetzt sagen wir mal speichern. Da oben der Haken ist speichern und damit ist mein Screenshot jetzt ja auch abgelegt, da wo wir eben waren. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, auch den Scrolling-Screenshot direkt hervorzurufen, ohne dass man dann erst da drauf tippen muss. Und zwar bleiben wir mal hier in den Apps und dann lege ich meine Finger auf und ziehe bis zum unteren Bildrand. Das ist wichtig, nicht einfach nur irgendwo hin runterziehen, sondern auflegen und bis an den Rand ziehen und dann seht ihr, dass er jetzt automatisch da die Apps durchscrollt und da unten ist ja schon wieder Ende und dann kann ich sagen fertig und so sieht das Ganze aus. Jetzt kann ich auch hier wieder direkt bearbeiten, teilen, wie immer, das ist immer möglich bei den Screenshots. Und dann gucken wir uns nochmal die letzte Geschichte an, dazu gehen wir mal, wo gehen wir hin, in unsere Telefon-App zum Beispiel, so. Dann bin ich hier in der Anrufliste und kann jetzt mir hier oben aus meinem Schnellwahlmenü praktisch auch einen Screenshot auslösen. Und zwar habe ich hier diese App Screenshot, das kleine Symbol mit der Schere. Ich kann die Symbole hier auch anders anordnen. Beim Dunkelmodus haben wir das zum Beispiel auch schon gemacht, den da oben hingezogen. Das geht einfach, indem ihr hier auf den Stift geht. Und dann könnt ihr zum Beispiel jetzt suchen, wo ist denn hier meine App mit dem Screenshot. Das war hier mit der Schere. Und dann kann ich den zum Beispiel auch einfach woanders hinholen und sagen, hier, nee, Screenshot mache ich öfter. Das soll da oben schon sein. Denn dann habt ihr den Vorteil, wenn ihr dann von hier oben nach unten wischt, habt ihr direkt hier oben den Screenshot. Zack. Und dann macht er automatisch einen Screenshot von der Ansicht, von wo aus ihr dieses Menü hervorgerufen habt. Also immer in der letzten App, wo ihr wart. Wir waren jetzt gerade hier, genau, probieren wir das da nochmal. Dann wische ich hier meinen Screenshot hervor und jetzt macht er natürlich nicht von dieser aktuellen Ansicht einen Screenshot, sondern klappt das wieder zu und macht dann eben von der letzten App sozusagen, die offen war, einen Screenshot. So, dann gucken wir uns das Ganze nochmal eben schnell in den Fotos an. Und zwar waren wir ja hier, zack, Fotos und da sehen wir jetzt allerlei Screenshots, die wir so gemacht haben. Rückwärts rum chronologisch hier, aber da seht ihr die ganzen Dinger. So, und jetzt gibt es einen Menübereich, wenn ihr zum Beispiel nicht wollt, dass mit euren 3 Fingern ein Screenshot ausgelöst wird oder wie auch immer, das könnt ihr halt alles einstellen, wie ihr wollt. Dazu geht ihr einfach in die Einstellungen und wenn ihr da oben seid, müsst ihr einmal runterscrollen, bis ihr zum Punkt Systemeinstellungen kommt. Klickt da drauf und in den Systemeinstellungen haben wir hier sowohl den Punkt Gesten und Bewegungen als auch Screenshot. Unter beiden Punkten kann man diese 3-Finger-Methode an- und abwählen. Das seht ihr hier zur Aufnahme eines Screenshots mit 3 Fingern nach unten wischen. Kann ich auch deaktivieren. Jetzt gehen wir mal hier in Screenshot rein, dann sehe ich eben, hier ist das jetzt auch deaktiviert. Wenn ich es hier wieder anschalte, dann ist es auch wieder in dem anderen Menüpunkt aktiv. Das ist irgendwie doppelt gemoppelt hier, keine Ahnung warum. Aber im Bereich Screenshot haben wir dann eben, können wir das ein- und ausschalten. Wir können auch Ein-Austaste und Leiser-Taste ausschalten, dass das ein Screenshot wird, wenn ich das zusammendrücke. Kann ich euch kurz demonstrieren. Gehen wir hier einmal raus und wenn ich die Tasten jetzt wieder zusammendrücke, dann passiert nichts. Also, falls ihr irgendwie öfter mal das Problem habt, dass ihr hier aus Versehen drauf drückt, wenn ihr das Gerät zum Beispiel sperren wollt und drückt auf der Gegenseite gegen und macht jedes Mal einen Screenshot, dann ist das vielleicht eine ganz praktische Sache, um das abzuwählen, denn sonst hat man irgendwann 1000 generierte Screenshots, nur wenn man das Handy sperren möchte. So, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Lang genug erzählt vom Thema Screenshot. Ist halt immer ein umfangreiches Thema bei den Handys heutzutage, bei den Smartphones. Und ich hoffe, dass ich euch mit diesem Tutorial zum Oppo Reno 8 Lite 5G wieder helfen konnte und euch das Ganze gefallen hat. Dann lasst einen Daumen nach oben für uns da und abonniert auch gern kostenlos unseren Kanal. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!